Fasching ist Frohsinn in Reinkultur. Mit einem kräftigen Augenzwinkern sollten alle folgenden Geschehnisse erfasst werden, weil im Fasching der Spaß regiert und die Ernsthaftigkeit Pause macht. Bühne war das Volkshaus Steinach, das von absolut Oscar-verdächtigen Mimen so richtig zum Leben erweckt wurde. Und die ganze Bühne war ein Gasthaus. Ist seid ihr angestresst? Ja, du, es ist keine Gaude. Immer mehr nicht schon. Wieso angestresst? Bist du gestresst? Es war der Steinacher Musiker-Fasching. Die Instrumente blieben an diesem Abend jedoch im Regal und die Musiker bewiesen mit Unterstützung der Theatergruppe, dass ihre Talente vielfältigster Natur sind. Was haben unsere Eltern immer gesagt zu uns? Zmittag schön zusammenessen, damit das Wetter schön wird. Und was haben wir jetzt davon? Blade Kinder und der Kindererwärmung. Wir haben gestern zum Beispiel eine Probe gehabt, das ist heute wieder anders. Also Proben für Fasching ist eine andere Sache wie Theater oder wie eine sonstige Aufführung. Also das muss man irgendwie ein bisschen lockerer sehen. Man muss das spielen, man braucht das Publikum. Das ist einfach das Wichtigste, was es gibt. Und darum ist heute anders als gestern bei der Generalprobe. Ja. Spaß und das richtige Publikum sind die Grundzutaten. Doch die schönsten Geschichten schreibt bekanntlich das Leben. Naja, die meisten Stücke spielt das Leben, sage ich einmal. Und die ganzen Leute, von denen wir uns was kriegen und ein bisschen nachdenken, ein bisschen zusammensitzen, blädeln miteinander. Und dann fällt die eine oder andere Geschichte gleich einmal ein. Szenen aus dem Leben. Geschüttelt, kräftig gerührt, gewürzt mit Humor und dargebracht mit unbändiger Darstellungskraft von den unvergleichbar einmaligen Akteuren. Da muss noch mehr Schwung rein, wir sind in die Leichen. Was wäre der Fasching ohne die wunderhübschen Gardemädchen, die mit unbändiger Begeisterung dabei sind? Die Garde ist einer der Fixpunkte im Fasching jedes Jahr. Wir freuen uns immer schon drauf. Wir sind so eine Stammmannschaft. Die Jüngste ist um die Anfang 20, die Älteste ist so Ende 30. Ich meine, das bin sogar ich. Und es macht immer einen riesen Spaß. Wir freuen uns jedes Jahr drauf. Die Proben starten so Anfang Jänner. Und ja, heute ist der große Abend und wir freuen uns schon drauf. Und heute ist endlich soweit und jetzt geht's los. So mancher ist fast ein Leben lang dabei. Und die Rollen, die gedeihen mit. Und ich spiele seit 25 Jahren beim Fasching mit und verkörper immer andere Rollen, also vom jungen Liebhaber und jetzt zum älteren Wirt eigentlich. Die Rollen entstehen eigentlich immer im Laufe des Jahres, welcher Charaktere im Jahr in Steinach auffällt. Und dann schaut man sich diesen Menschen eigentlich die ganze Zeit an, meistens haben wir dann 2 Jahre Zeit, dass man diesen Menschen anschaut und ihn so gut es geht zu Fasching dann kopiert. Nicht fertig, komplett, also nicht, dass man verreist, sondern einfach, dass man gut spielt, dass man nachher auch noch Christen kann auf der Straße. Das ist eigentlich unser Ziel. Bis zum letzten Platz gefüllt war der Zuseherraum und die Begeisterung der Besucher, die war spürbar. Da die Lüftung noch nie funktioniert. Ja, ausgezeichnet. Also es ist wirklich, was die Jungs da bieten auf der Bühne, das ist einfach ein Traum, oder? Muss man echt sagen. Also die Bevölkerung ist begeistert. Ich als Gemeindekassier bin begeistert und kann auch sagen, alles Gute und wirklich voll toll, was die machen. Für mich als Halbtags-Steinacherin in der Volksschule ist auch sehr viel dabei, was allgemein lustig ist, wo man nicht die Insider-Gags kennen muss und war super bisher. Mei, das darf man nicht so ernst sehen. Das gibt es überall mal, aber für mich ist es nicht so schlimm. Manchmal ist einfach Humor das einzig richtige Passwort fürs Leben. Mit Spielfreude, Kreativität und in fröhlicher Gemeinschaft haben die Musiker mit der Theatergruppe Steinach ein Varieté gestaltet, das einen Abend lang Humor und Spaß in den Fokus stellte. Denn Lachen ist nun mal die beste Medizin.